Du schon wieder. Krass. Okay. Na ja, gut. Bist du jetzt ein Haustier sozusagen? Tja. Hat jemand Tipps zur Pflege von Skarabäen? Ich weiß, Uni. Ich hab dich auch vor einer Woche erst rausgelassen. Jetzt bist du schon wieder irgendwie hereingekommen. Naja. Aber gut. Tja. Ich mache dir erstmal wieder was zu trinken. Das hat dir ja letztens ganz gut gefallen, ne? Zumindest Durst hat er wieder ganz schön. Tja, wie erwartet. Das lässt der Eddie kalt, so ein Käfer. Ist jetzt schon was anderes als ein Vogel. Was mache ich jetzt mit dir? Okay, also das lassen wir immer so, wie es aussieht. Oder? Salz auf meiner Haut und so mit der Beine. Ja. Okay. Also wenn jemand Skarabäisch kann, kann er mal übersetzen, was er hier sagt. Ich kann es leider nicht. Na denn. Machen wir mal ein Skarabäushaus. Garantiert wird es wieder vollkommen das Falsche sein, was mir da als erstes durch den Sinn kommt, aber naja. Aller Anfang ist schwer, aber wollen wir mal. Ach, musste ich dann erstmal ein bisschen vom Staub befreien, so wie es ausschaut. Du bist ja total staubig. Also deinen Vorgängern, ne, den Vögeln, weißt ja bestimmt, was mit denen passiert ist, aber Katzen sind ja so viele nicht mehr da, nur noch der Eddie und ich glaube, du interessierst die weniger. Von daher kannst du ganz beruhigt sein. Puh, hoffentlich klappt das diesmal. Na denn. Gucken, wo dich hinführt. Das Skarabäus. Hallo Kleiner, hier ist das Paradies. Hier wirst du ganz viele Kollegen finden, hoffe ich. Ja, mal gucken, ob sie auf so einer Blüte gefällt. Aber auf so einer Blüte habe ich jedenfalls ganz viele von deinen anderen Kollegen immer gesehen. Tu nur ruhig erstmal auf der Hand oder so. Oder warte mal. Ich nehme das Blatt. Mal gucken. Darf ich noch wehtun? Der ist noch in der Schockstarre vom Transport, wa? Transportstache, warte mal. gut. So, jetzt bist du daheim. Kannst dich wieder rühren. Bewegt er sich? Muss ich bestimmt erstmal dran gewöhnen. Ja, denke ich auch. Der wird noch da in der Schockstarre sein. Der bewegt. Bewegt sich? Mhm. Oh, er lebt. Oh, cool. Mal kein Tier, was zu mir gekommen ist und bei mir gestorben ist. Letztes mit dem Vogel hat ja nicht geklappt. Okay. Ja, er bewegt sich. Haha. Okay, jetzt kannst du erstmal Blüten schnappern. Ach, Mission erfolgreich beendet. Der wird von ganz weit hergekommen sein und wird dann so
kurz vorm Ziel, ich meine, das ist ja noch ungefähr ein Kilometer bis in den Garten, sich gedacht haben, ach, den Rest, den lässt er sich chauffieren mit einem Elektroscooter. Ach, das fetzt endlich wieder an Stängeln hoch und runter klettern.